Hallo. Ich sitze in meinem Schlafzimmer, weil ich euch heute zeigen möchte, wie man das macht, was hier hinter mir hängt, Fotos auf Holz übertragen. Und ich habe meine Arbeit schon gemacht, deswegen trinke ich jetzt mein Feierabendbierchen. Als ich die Technik entdeckt habe, war ich so begeistert, dass ich auf alles Holz in meiner Wohnung meine Fotos machen wollte. Und ich habe es dann tatsächlich auch gemacht mit so kleinen Hockern, die ich von meiner Mama geschenkt gekriegt habe. Diese hier. Und hier sieht man auch ganz gut, worauf ihr auf jeden Fall achten müsst. Wenn ihr das Foto aufklebt, dass es ganz glatt ist und keine Falten oder keine Blasen und nichts hat. Weil wie ihr hier seht, da habe ich gedacht, ja, drauf geschissen, da waren so ein paar Blasen. Das wird später keiner sehen. Und nachdem ich es abgemacht hatte, war das da. Und das ist nicht so schön, das wollen wir gerne vermeiden. Und deswegen immer schön alles glatt machen. Ich habe jetzt genug gequatscht, jetzt fangen wir mal an, würde ich sagen. Wir brauchen als allererstes natürlich Holz. Es ist eigentlich ganz egal, was für Holz ihr nehmt. Wenn ihr was von Freunden kriegt, ist cool. Wenn ihr in den Baumarkt geht und da euch so Holzreste besorgt, ist cool. Und die Größe müsst ihr dann entscheiden, je nachdem, wie groß euer Bild dann am Ende ist. Das Bild ist ein ganz normales Foto oder ihr könnt auch eine Postkarte kopieren, wenn ihr das Bild mögt. Das ist ganz egal. Wenn ihr ein Bild von euch nehmt, dann speichert es schon in der Größe, in der ihr das später auf dem Holz haben wollt. Und ihr müsst es spiegeln, weil sonst ist es am Ende, wenn ihr das auf dem Holz habt, spiegelverkehrt. Dann müsst ihr das einfach nur ausdrucken. Und zwar, da braucht ihr gar nichts groß beachten. Da könnt ihr einen ganz normalen Drucker nehmen, in den Copyshop gehen oder das zu Hause machen. Dann brauchen wir einen speziellen Kleber. Im Laden habe ich jetzt für dieses Video Photopatch gekauft, in so einem Bastelladen einfach. Das kommt einem am Anfang ein bisschen teuer vor, aber damit kommt man echt weit und damit kann man ganz viele Fotos auf Holz kriegen und das gibt ja auch immer schöne Geschenke her und so weiter, also nicht abschrecken lassen. Dann brauchen wir kleine Schwämme, wozu werdet ihr noch sehen, aber ihr braucht auf jeden Fall zwei. Wasser, aber das hat man ja sowieso irgendwie zu Hause. Ein bisschen Schmirgelpapier, um das Holz ein bisschen anzurauen oder an den Kanten glatt zu machen. Ihr fangt damit an, dass ihr einfach euer Holzstück abschleift, überall die Kanten schön macht. Wenn ihr das Wenn ihr euer Holz abgeschliffen habt, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr den ganzen Holzstaub und alle Überreste von dem Holz loswerdet, weil sonst am Ende klebt euch das an dem Kleber fest und dann gibt es wieder irgendwas Unschönes und das wollen wir nicht. Dann nehmt ihr euer Schwämmchen und streicht mit dem Kleber, also das Brett damit ein. Schön gleichmäßig, aber nicht zu dick. Wenn ihr das zu dick drauf macht und da der Kleber so richtig oben zu sehen ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass ihr da so Blasen drauf habt. Macht das Sinn? Ich glaube, ja. Das gleiche macht ihr mit dem Foto, und zwar die Fotoseite, nicht die Rückseite oder so, sondern die Fotoseite. Dreht es einfach um, klebt es auf das Holz drauf und dann richtig, was ich vorhin schon gesagt habe, richtig ordentlich glatt streichen, dass da keine Blase ist, keine Falte. Da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und ganz sorgfältig arbeiten, aber am Ende ist es auch alles gar nicht so schwierig. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch warten. Beim ersten Bild habe ich es nach 1,5 Stunden abgemacht und es ging super leicht. Die anderen habe ich länger drauf gelassen und es war schwieriger, deswegen rate ich euch 1,5 Stunden und dann schnell abmachen. Jetzt nehmt ihr euer zweites Schwämmchen, taucht es in Wasser, dann macht ihr das Papier damit richtig nass und wenn ihr das so darüber streicht, werdet ihr schon merken, dass sich das Papier so ein bisschen ablöst. Jetzt gibt es verschiedene Techniken, wie ihr weitermacht. Ihr könnt entweder mit dem Schwämmchen weitermachen und das Papier da runterholen, runterreiben, aber mit wenig Druck. Oder ihr könnt eure Finger nehmen. Ich habe am Anfang immer mit Fingern gearbeitet. Mittlerweile finde ich, dass es mit dem Schwämmchen einfacher ist und präziser geht. Aber das müsst ihr für euch rausfinden, was für euch die beste Methode ist. Nur achtet darauf, dass ihr nicht am Anfang zu doll drückt, weil je mehr ihr drückt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr mit von der Farbe auch was abreibt. Ihr lasst es jetzt erstmal trocknen, weil nachdem es das erste Mal getrocknet ist, werdet ihr sehen, dass da noch so ein dünner Papierschleier drauf ist. Manche stört es nicht so, mich stört es sehr. Es gibt jetzt auch hier wieder verschiedene Techniken. Ihr könnt entweder nochmal alles nass machen und dann genauso wie vorher
nochmal probieren, das loszuwerden. Ich finde, da ist die Gefahr groß, dass man zu viel Farbe abreibt. Deswegen würde ich es erstmal trocken probieren. Aber auch hier wieder nicht zu viel Druck und so. Wenn ihr zufrieden seid mit eurem Bild, dann braucht ihr eigentlich nur noch das Versiegeln. Dann nehmt ihr wieder euer Kleberschwämmchen, taucht es in den Kleber, macht das gleiche wie vorhin nochmal. Einfach so eine dünne Schicht über das Bild. Dann lasst ihr es trocknen, das dauert nicht länger als eine halbe Stunde und dann seid ihr fertig. Das ist das fertige Ergebnis. Wie manche von euch erkennen können, vielleicht ist es eins von meinen Instagram-Bildern, weil ich so eine wahnsinnig eitle Person bin. Und was ihr auch noch seht, ist hier oben, wo der Himmel ist, ist alles Holz. Das liegt daran, dass in dem Foto war das hier oben alles weiß. Ich finde, es passt ganz gut zu dem Bild, ich finde es hübsch. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr natürlich dann ein Bild nehmen, wo keine weißen Stellen drin sind. Und das ist jetzt ziemlich perfekt geworden, was so Macken angeht. Da sind ganz, ganz wenig Macken drin. Ich habe noch eins, auch ein Instagram-Bild, dunkler und länger drauf gelassen. Und wie ihr seht, gibt es hier wesentlich mehr so Macken und Abrieb von der Farbe. Ich persönlich stehe auf den Look. Ich finde, es passt auch zu dem Foto. Ich mag das, wenn es so ein bisschen alt und Vintage-mäßig aussieht. Mag nicht jeder. Da müsst ihr vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein mit eurer Bilderauswahl und auf die Zeit achten und noch vorsichtiger sein beim Abreiben. Ansonsten sieht das so aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr probiert es zu Hause. Es macht richtig Bock und wie gesagt, ich wollte alles damit voll kleistern. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eure Fotos davon schickt, wie eure Ergebnisse so geworden sind, ob ihr zufrieden seid oder teilt mir einfach mit, ob ihr Probleme hattet oder irgendwelche Anregungen habt. Ich freue mich darüber immer sehr. Oder wenn ihr wollt, dass ich irgendwas mache, ihr eine tolle Idee habt oder so, dann immer her damit und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.